Der Haushalt der Stadt Hoyerswerda für das Jahr 2014 liegt vor. Er hat ein Volumen von 50 Millionen Euro. An meiner Seite Kerstin Riel von der Finanzverwaltung. Hat er ein Plus oder hat er ein Minus? Ja, das Jahr 14 hat ein Minus, aber wir profitieren von dem positiven Abschluss des Jahres 13 und werden bis Ende dieses Jahres ein Plus haben. Die letzten Jahre waren ja durch die Haushaltskonsolidierung geprägt. Die Verschuldung muss runtergehen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Entsprechend des HSK werden wir die außerordentliche Tilgung von knapp 3 Millionen umsetzen und werden auch schaffen, Ende dieses Jahres unter 850 Euro pro Einwohner die Verschuldung zu senken. Heißt das, die Sparmaßnahmen sind aufgehoben? Nein, wir müssen weiter natürlich wirtschaftlich arbeiten und erstmal das Jahr 14 schaffen und das HSK wirklich umsetzen. Otto Normalverbraucher interessiert an so einem Haushaltsplan ja meist so, was investiert wird. Wie sieht es dann in diesem Jahr aus? Ja, wie alle Bürger beobachten können, werden das Bürgerzentrum Konrad Zuse, unsere Braugasse und das Lessing-Gymnasium vollendet. Und ansonsten werden wir mit der Einsteinstraße beginnen, was wir schon lange ja vorhaben. Aber auch an zwei Grundschulen, an der Lindenschule und an der Grundschule am Adler wird investiert. So ein Haushalt liegt ja mal aus, damit die Leute ihn sich angucken können. Warum sollten Sie das eigentlich tun? Ja, um einfach mal ganz genau zu gucken, was steht denn im Einzelnen eigentlich alles drin. Also nicht nur die Eckpunkte und Eckdaten, sondern wirklich mal einzelne Einzahlungen, Auszahlungen. Das kann man alles dort ganz speziell nachlesen. Wie sieht's aus, wenn ich sage, ich habe den Haushalt angeguckt, mit dem, diesen, jenen, welchen bin ich nicht einverstanden? Kann ich da was tun? Ja, da kann man was tun. Als Einwohner oder Abgabepflichtiger kann man Einwendungen erheben gegen den Haushaltsplan, über die dann der Stadtrat einzeln beschließen muss. Und das kann man tun in der Zeit vom 14. bis zum 22. Mai. Angucken kann man ihn bis zum 13. Mai. Wo überhaupt? Im neuen Rathaus finden Sie uns im Zimmer 145. Dort ist immer jemand ansprechbar und dort können Sie Einsicht nehmen. Frau Riel, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte.